Was hat Ecstasy mit Darmstadt zu tun? Hier sind drei wissenschaftliche Erfindungen aus Darmstadt. Sie sind in Fernsehern, Computern, Kameras und vielleicht gerade auch in eurer Hand. Liquid Crystal Displays, kurz LCD, hatten gerade in den 2000ern ihren Boom. Die Flüssigkristalle bestimmen im Display, wie hell oder dunkel jedes Pixel beleuchtet wird, wodurch am Ende ein Gesamtbild entsteht. Schon 1904 brachte Merck die ersten Flüssigkristalle auf den Markt und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller für die Displayindustrie. Die sogenannte Schwerionentherapie ist eine Therapie für Krebskranke mit besonders strahlungsresistenten Tumorformen. Mit einer sehr präzisen Strahlung aus Kohlenstoffionen soll sie Krebszellen zerstören und dabei gesundes Gewebe schonen. Diese Art der Krebstherapie wurde im GSI Helmholtz-Zentrum in Darmstadt entwickelt und seit 2009 auch in Heidelberg klinisch angewandt. Der Ursprung von MDMA oder auch Ecstasy lässt sich tatsächlich auf Darmstadt zurückführen. 1912 patentierte Merck die Substanz, allerdings nur als Zwischenprodukt. Eigentlich hat das Unternehmen nach einem Herstellungsverfahren für einen Blutstiller gesucht. Die Wissenschaftler vermerkten damals nur, dass man die Substanz im Auge behalten sollte. Die psychoaktive Wirkung wurde erst in den 60er Jahren vom US-Regierungsberater Alexander Shulgin erkannt. Eigentlich war sie für therapeutische Zwecke vorgesehen, allerdings ist Ecstasy heute wohl den meisten als Partydroge bekannt. Kanntet ihr diese Erfindung aus Darmstadt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.